Heutzutage arbeitet ja jeder digital. Wirklich jeder? Ich habe mich gefragt, brauchen das echt alle Unternehmen? Was ist zum Beispiel mit Tankstellen? Ich bin auf dem Weg zu Kai Marksteiner von Orlen Deutschland. Sie betreiben viele Star-Tankstellen. Aber welche Bedeutung kann denn da Digitalisierung haben? Kai. Hi. Wie war die Fahrt? So, was für eine Rolle spielt denn jetzt Digitalisierung auf einer Tankstelle? Wir haben tatsächlich ein paar mehr Tankstellen, über 500, über Deutschland verteilt. Und da hast du natürlich auch in jeder Tankstelle unterschiedliche Gegebenheiten. Und da macht Sinn, dann auch immer genau die richtigen, passenden Informationen auszuspielen. Und das ist deutlich einfacher, wenn du das Ganze digital machst. Etwa Informationen über neue Preise, neue Angebote oder neue Rezepte, wie man die Brötchen belegt. Er erzählt mir dann, was das Problem war. Der eine Mitarbeiter kriegt Informationen, die er nicht braucht. Der andere sucht vergeblich nach Informationen, die er ganz dringend braucht. Alle Betreiber haben jetzt Tablets und alle Informationen sind jetzt ganz easy austauschbar, in einem Kanal. Wir haben uns für Tablets entschieden, einfach um mobil zu sein, um mit den Geräten all diese Komplexität abbilden zu können. Wenn so eine Zapfsäule doch mal kaputt gehen sollte. Einfach ein neues Ticket erstellen. Er nennt mir dann auch ein Beispiel. So können etwa Schäden schnell aufgenommen, dokumentiert und bearbeitet werden. Schick es los, dann kommst du zu uns in die Zentrale und zu demjenigen, der das wieder in Ordnung bringen soll. Und hier kannst du halt nachverfolgen, wann kommt derjenige, wie weit ist die Bearbeitung. Du bist optimal informiert. Er sagt mir, dass die Telekom ihnen ein gutes Gesamtpaket angeboten hat. Mit Tablets, einer interaktiven Applikation und einer ganz persönlichen Beratung. Und so wird ihr Problem dann perfekt gelöst. Okay, die Digitalisierung ist also sogar für Tankstellen sinnvoll. Na dann wird das auch für viele andere Unternehmen interessant sein.